Dazu muss man wissen, dass Robert für unsere Fanszene eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in den 80ern. Er hat ein Wort in meinem Wortschatz verankert, OFOCO. Das sind Robert Vogel-Kopien. Das sind damals noch VHS-Bänder, die Eltern kennen das noch, ne? Dieses lustige System mit Bändern. Und mein Freund Michael, ich lebe jahrzehntelang im Glauben, Angriff der Killer-Tomaten wäre mit dänischen Untertiteln, weil das die Kopie war, die uns Robert besorgt hat. Aber da links haben wir auch jemanden, der in den 80ern angefangen hat im Fandom, auch ganz ein eigenartiger Zugang. Ist-Zeichnung? Ist es gelogen? Ist-Zeichnung in den 80ern, ja. War das eine Frage? Ja, ja, das hebt uns ja so ein bisschen auf mein Andys altes Niveau und dann sind die Erfahrungen ja auch gleich. Er hat ja Enterprise vorgegeben, das sagt ja mehr über unser Alter aus als über ihn. Ich fand es an sich interessant, der Enterprise-Kommentar, wo man natürlich das nicht über Serien reden soll. Weil eigentlich hier in Deutschland war für mich Enterprise war prägend, aber Raumschiff Orion. Retro-Gucker sozusagen. Aber da bist du zu jung zu. Nee. Da bist du zu jung zu. Nö. Als Science-Fiction-Fan in Deutschland muss man das kennen. Also ja, natürlich, aber nicht als Erstgucker. Ich habe das auch 66 gesehen im Jahr, Alter von 5 Jahren und habe mich damals in den Sofa weggeworfen, als die Fuchs kam. Wir wissen also jetzt, wenn Haus als Vogel, sie haben einen Fernseher und ein Sofa. Ich fand bei Raumpatrouille Orion, konnte man ganz klar sehen und ableiten, wie Science Fiction entsteht. War das nicht dieses, die hatten noch so ein Bügeleisen. Bügeleisen, das ist wirklich, fand ich gut. Aber es war unheimlich innovativ, eigentlich dieser Unterwasserstart für die Orion selber und so. Also für mich war es beeindruckend. Und, um den Dreh zum Film jetzt zu kriegen, ja, mein Anfang war Misszeichnung, hatte man halt Glück, den Roland Emmerich kennenzulernen. Der mich dann halt in die Filmbranche rein navigiert hat, mehr oder weniger. Aber als Fan, was mir gefallen hat als Science-Fiction-Fan, ich kann mir erinnern, ich krieg der Stamm, als das rauskam in Deutschland. Und dann Blade Runner, Alien. Also, das hat eigentlich keine Zeit zu der Zeit. Und das sind auch die Filme jetzt, wenn ich Produzenten treffe in Amerika, ist das Gespräch oft, was halt heißt, oh, we're going to do everything very, very different, and it's going to be really cool and different, and it's going to be like Blade Runner and this and that, and mix it. Das ist immer das Gleiche, und das ist zum Schießen. Das ist eine halt zitierbare Erfahrung. Also man kann heute, nach einer gewissen Science-Fiction-Filmboom in den 80ern, vorher konnte man im Grunde mit den Leuten über alle Filme reden, weil alle hatten sie gesehen. Also irgendwie das Jack Arnold-Programm, vielleicht auch drei für russische Sachen. Es war so eine gemeinsame Erfahrung, aber kannte jeder Star Wars. Es war so ein Boom. Man war kein Nerd mehr.